So, da wären wir wieder mit einem neuen Beispielsatz zum Thema Beshi, zum Verbalsuffix Beshi. Diesmal in einer neuen Bedeutung. Eine Bedeutung, die Beshi hat, die Mu nicht hat. Normalerweise sind die ja eigentlich deckungsgleich, nur Beshi halt stärker. Und zwar ist es die Bedeutung von Kano, also Potenzial oder Fähigkeit. Ich habe allerdings zwei Beispielsätze genommen, oder beziehungsweise einen Beispielsatz und den danach folgenden Satz, weil ich hier auch ganz gerne noch ein bisschen Wiederholung machen möchte, weil hier auf relativ engem Raum relativ viele Themen vorkommen, mit denen wir uns schon befasst haben. Und das fand ich eigentlich ganz sinnvoll und wichtig. Ja, Hojoki, Kamo no Tsume. Es geht natürlich mal wieder um eine Katastrophe, es geht wieder mal um ein Erdbeben und die Menschen müssen so leiden und so weiter und so fort. Das hier steht ein bisschen weiter hinten in einem der Einträge von seinem Hojoki. Das sind ja immer so kleine, kurze Textabschnitte, die aus mehreren Sätzen bestehen, aber meistens halt, ja, 5, 6 Sätze so ungefähr umfassen die meistens. Und das hier steht so relativ kurz vom Ende eines Absatzes und es geht halt um ein sehr schweres Erdbeben und er beschreibt halt, wie es zu Erdrutschen kommt und zu Überschwemmungen und wie sich Flussläufe verschieben und dass alle möglichen Tempel und Pagoden und Wohnhäuser und Paläste einstürzen. Und es ist wohl alles sehr schrecklich und er redet jetzt über die einstürzenden Häuser und über die Menschen, welche Möglichkeiten die denn leider nicht haben, um dem Ganzen zu entkommen. Ich lese es am besten erstmal vor. Hane nakareba, sora e mo agaru bekarazu. Tatsu naraneba, kumo ni noboramu koto muzukasu. Wunderbar. Ich habe die Punkte, also die Maru, schon gesetzt, jeweils da, wo ein Satz zu Ende ist. Wir haben diesmal kein Kakarimusubi, wir haben ganz regulär hier das Verbalsuffix zur Negation su, das ganz normal in der Shushike steht. Und hier haben wir das Keyoshi Muzukashi. Schwierig, oder hier würde ich vielleicht sogar unmöglich sagen, aber in der Regel halt schwierig. So wie Muzukashi im modernen Japanischen. Steht auch in der Shushiki. Okay, was haben wir ansonsten noch? Wir haben hier die Partikel ba und wir haben dort die Partikel ba. Das heißt, wir haben davor den Nebensatz stehen und dahinter den Hauptsatz. Das ist auch schon mal wichtig. Ich setze da jetzt auch nochmal Maru zwischen zur Trennung. Und sich jetzt wundert, warum ich da keinen senkrechten Strich hin mache, und da kommen wir gleich zu. Und dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns zuerst mal den Verbkomplex im ersten Satz an. Das ist nämlich agaru, aufsteigen, bekarasu. Das hier ist unser Beshi und das ist su. Beshi drückt hier Kano aus, also Möglichkeit im Sinne von Fähigkeit oder Potenzial etwas zu tun. Es wird gefolgt von einem Verbalsuffix, weil Verbalsuffixe reflektierbare Bestandteile sind, nimmt das Beshi die Sekundärflexion an, die Karikatsuyo, und weil Suya an die Misenke angeschlossen wird, wird aus Kari dann Kara. Weil die Karikatsuyo ja so flektiert wie Verben der Rahen-Reihe. Okay, soweit so gut. Also, Beshi bzw. Bekara hier können, su nicht können, agaru nicht können aufsteigen, nicht aufsteigen können. So. So viel zum ersten Verb. Zum zweiten Verb in dem Satz und das erste Verb, das ist ja eigentlich auch ein Kiyoshi, wäre hier Nashi. Wir haben die Partikel Ba. Nashi flektiert ja
so wie Kiyoshi das nun mal tun. Hat hier die Form Nakare. Müsste man jetzt gucken, welche Form das ist. Und beim E ist es ja eigentlich immer die Isenke. Und hier ist es auch die Isenke. Also Isenke plus Ma macht also eine temporale oder eine kausale Übersetzung. Ich würde es hier kausal übersetzen, weil es sich einfach anbietet und weil es sinnvoll ist. Und dann fange ich am besten auch gleich mal an, weil nicht haben, nicht vorhanden sein, Flügel. Es geht ja um die Menschen in den einstürzenden Häusern. Weil sie keine Flügel haben, können sie, Klammer auf, nicht einmal, Klammer zu, in den Himmel emporsteigen. So viel dazu. Also, Bessi drückt die Fähigkeit aus, etwas zu tun. Zweiter Satz, das ist der, wo hauptsächlich Grammatikwiederholung ist. Tatsu naraneba, kumo ni noboramu koto muzukashi. Also, etwas ist schwierig. Eine Sache ist schwierig. Welche Sache ist schwierig? Verbal Suffix mu drückt hier eine Absicht aus, also die Sache ist schwierig zu wollen. Noboru, Yodan Doshi, in der Misenke, deswegen Zeigevokal A. Noboramu, aufsteigen wollen. Also die Sache aufsteigen zu wollen ist schwierig. Die Sache Kumoni, aufsteigen zu wollen, in die Wolken aufsteigen zu wollen. Agaru und Noboru ist ungefähr gleich, heißt beides irgendwie nach oben gehen, aufsteigen, sich nach oben bewegen. So, das war der Hauptsatz. Also, in den Himmel aufzusteigen oder in die Wolken aufzusteigen, ist schwierig. Warum ist das schwierig? Hier haben wir wieder ein Ba, die Partikel. Und wie gesagt, wird ja an die Misenke oder an die Isenke angeschlossen. Und wir haben hier, wenn wir Kanji haben, alles klar, dann wissen wir, das ist entweder ein Verbstamm, aber in diesem Fall ist es kein Verbstamm, sondern es ist ein Substantiv, weil Tatsu, der Drachen, hat kein Verb oder das Schriftzeichen wird irgendwie nicht verbal gebraucht. Das heißt also, das, was wir dann hier noch haben und irgendwie bestimmen müssen, ist Naraneba. Wenn wir sowas haben, wie gehen wir dann daran? Wir gucken erstmal, ob wir Bestandteile haben, die wir identifizieren können. Das haben wir ja hier, wir haben ja hier die Partikel Ba. Temporal oder kausal bei Anschluss an die Isenke, hypothetisch bei Anschluss an die Misenke. Jetzt haben wir hier die Schwierigkeit, wir haben davor ein Na-Ara-Ne stehen. Und das kann jetzt alles Mögliche sein, wenn es ein Verb der Verbklasse Shimonidan ist, dann ist es durchaus möglich, dass das eine Misenke ist, weil bei denen ja die Misenke den Zeigevokal E hat. Das heißt also, das müsste dann hypothetisch übersetzt werden. Wenn oder falls, nara nu. So, wenn wir uns jetzt nicht sicher sind oder weil wir das Wort nara nu wahrscheinlich nicht kennen, werden wir ins Wörterbuch schauen in diesem Fall. Und wir werden feststellen, dass wir das Verb auch gar nicht kennen können, denn es gibt kein Verb naranu. Jetzt haben wir allerdings ein Problem, wie machen wir dann weiter? Die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist, dass wir wissen, dass ba entweder an ein Verb oder an ein Verbalsuffix oder an ein Kiyoshi angeschlossen wird. Oder ein Keodoshi, was auch ein Nari oder ein Tari hinten hat, aber die Möglichkeiten haben wir. Verb, Verbalsuffix oder, ich mache es jetzt mal mit Oberbegriff, Adjektiv. So, jetzt müssen wir das Ganze weiter aufspalten und müssen dann weitere Elemente suchen, die wir eventuell irgendwie identifizieren können. Und
Sinnvoll ist es dann auch wieder von hinten nach vorne zu arbeiten, also nara ne. Das heißt, wir können eventuell davon ausgehen, dass dieses ne entweder ein Verb oder ein Verbalsuffix ist. Wenn wir jetzt davor gucken, wir haben nara, dann sehen wir, dass hier eine A-Silbe ist sozusagen. Und wenn es eine Verb-Verbindung wäre, dann wäre das ja nur mit der Renyoke möglich. Aber die Renyoke endet niemals in keiner Verbklasse auf A. Das heißt also, es ist keine Verb-Verbindung. Ebenso ist es blödsinnig, hier irgendwie einen Schnitt zu machen, weil wir nichts, oder weil es, das kann man sich als Faustregel merken, extrem wenige japanische Wörter beginnen mit einer Silbe auf R. Von daher ist es so gut wie unwahrscheinlich, dass hier der Schnitt ist. Also setzen wir mal präventiv den Schnitt hier und versuchen unser Glück mit ne. Wir kennen jetzt noch nicht, werden aber später kennenlernen, einen Verbalsuffix der Abgeschlossenheit nu. Es könnte also eventuell eine Form davon sein. Ist es aber nicht, denn wie gesagt, ich achte ja in den Beispielsätzen darauf, dass sie keine Grammatik enthalten oder möglichst wenig Grammatik enthalten, die wir noch nicht hatten. Und das ist ein bekanntes grammatikalisches Phänomen. Jetzt müssen wir gucken und müssen halt irgendwie rumgraben. Das kann ja kein Verb mehr sein, weil wir das hier dank der Renyoke, die nicht vorhanden, schon ausgeschlossen haben. Also kann es nur noch irgendeine Form irgendeines Verbalsuffixes sein. Da müssen wir einfach in die Tabelle gucken, was ist entweder in der Misenke oder in der Isenke ein Ne. Und dann werden wir darauf stoßen, dass das ein super bekanntes Verbalsuffix ist, was wir sogar schon im vorhergehenden Satz hatten. Das ist nämlich eine Form von Sü. Und Sü haben wir ja ganz am Anfang besprochen und ich habe gesagt, dass es da drei Formen gibt. Einmal die Sü-Form. Einmal die der Sekundärflexion recht ähnliche Sari-Form und dann gibt es noch eine N-Form Nu in der Rentaike und Ne halt hier in der Isenke. Das heißt also, das hier ist tatsächlich das Verbalsuffix der Negation Su in der Isenke. Passt auch sehr gut. Denn Su wird ja an die Misenke angeschlossen, na para, das ist also einfach ein Nari, es ist irgendwas. Wunderbar. Das heißt also, weil nicht ist. Und so hätten wir das schon mal geknackt. Also merken wir uns, wenn wir irgendwas haben, wo wir spontan nicht mit zurechtkommen, versuchen wir das erstmal irgendwie in Abschnitte zu unterteilen, die wir identifizieren können. Das ist wichtig und als Faustregel kann man sich merken, dass es meistens sinnvoll ist, von hinten nach vorne vorzugehen. Okay, also, gut, es kann auch als nicht ist, ich habe gerade schon gesagt, weil nicht ist, aber in diesem Satz übersetzt man es besser kausal. Also könnte natürlich auch als oder jedes Mal, wenn nicht ist. Aber hier, weil nicht ist. Und es geht ja immer noch um die Menschen in den einstürzenden Häusern, weil sie keine Drachen sind, ist es schwierig, Koto würde ich jetzt mal mit einem Das-Satz übersetzen, ist es schwierig oder ist es unmöglich, wenn sie oder da sie in die Wolken aufsteigen wollen. Okay, ich mache es noch einmal komplett von vorne nach hinten. Weil sie keine Flügel haben, können sie nicht einmal in den Himmel aufsteigen. Weil sie keine Drachen sind, ist es für sie schwierig oder unmöglich, in den Himmel aufzusteigen oder in die Wolken aufzusteigen. Hier sind es ja die Wolken, vorne war es der Himmel. Das habe ich im ersten Satz übersetzt, können sie nicht einmal in den Himmel aufsteigen. Das hat auch einen besonderen Grund. Normalerweise in den Himmel aufsteigen ist ja schon Sora e Agaru. Hier steht aber noch ein Mo hinter.
Und die Partikel Mo kann manchmal auch so ein bisschen eine verschärfende oder bestärkende Bedeutung haben, eine verstärkende Bedeutung, so wollte ich das sagen. Und deswegen habe ich nicht einmal übersetzt. Ja, gut. Wir haben neue Grammatik, nämlich Beshi als Ausdruck der Fähigkeit, etwas zu tun. Und wir haben alte Grammatik mit der Partikel Ba und der, sagen wir mal, Vielförmigkeit des Verbalsuffixes Su zur Negation. Und haben damit auch ein bisschen Wiederholung gemacht. Ja, alles klar. Als nächstes kommen wir dann zu einer Absichtserklärung mit Hilfe von Bessi. Und da nehme ich einen Beispielsatz aus dem Tsure Sure Gusa von Yoshida Kenko.